Verdammt, Leute, wir sind immer noch im Flugzeug, kurz vorm Absturz. Wir müssen was tun. Ich weiß jetzt auch was. Ich habe probiert. Ich habe ja nicht so viele Möglichkeiten, aber ich wollte das jetzt alles hier ne? Online machen. Klatsch an. So, jetzt pass mal auf. Wir stabilisieren das Ganze jetzt. Ich würde richtig den Knopf drücken. Aber ich brauche noch eine feste Stange oder so, um es wirklich festzumachen. Wo hat Jack dieses mega lange Kabel gehabt? Oh nein! Amanda? Amanda! Oh! Oh, Jake, du bist wach? Am Rand ist das Wasser herrlich warm. Du solltest es ausprobieren. Hallo. Puh, ich dachte eben schon, du wärst... Abgehauen? Ich musste einfach die Zeit nutzen, in der du geschlafen hast. Ich war von oben bis unten mit Motoröl voll. Unser Flugzeug ist in zwei Teile gebrochen und abgestürzt. Und wo sind wir hier gelandet? Auf einer einsamen Insel? Ich glaube eher, wir haben die geheime Basis des Doktors gefunden. Aufregend, nicht? Ja, schon sehr aufregend. Ne? Wir haben aber immer noch einiges zu tun. In diesem teuflischen Gewässer hätte dir sonst was passieren können. Dann hätte sich dieses sonst was mal lieber vorgesehen. Ja, okay. So kennen wir sie, die liebe Amanda. Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, also... Wollen wir uns nicht einfach hier zur Ruhe setzen? Stimmt eigentlich. Wir könnten gegrillten Fisch essen. Ich mag keinen Fisch. Schade. Ich baue uns eine Hütte am Strand. Am Strand? Da kommen doch immer die Fliegen. Lieber am Berghang. Lieber nicht, da ist es doch viel zu windig. Ich sehe schon, das würde nicht leicht werden. Ja, die zwei haben eine große Zukunft vor sich, das steht mal fest. Wir müssen den Doktor aufhalten. Ja, er darf auf keinen Fall das Signal an die Affenpiloten absetzen. Ich vermute, um es abzusetzen, muss er sich in sein Kontrollzentrum begeben. Wir sollten also gleich nach diesem Kontrollzentrum suchen. Was machen wir, wenn er das Signal an die Affen schon abgesetzt hat? Ich glaube nicht, dass er die Affen schon verständigt hat. Ich habe nämlich ein paar Mal einen Blick in seine Unterlagen werfen können. Um mit dem Piloten zu kommunizieren, muss erst Elektrizität vorhanden sein. Diese wird durch riesige Windräder erzeugt. Und siehst du hier irgendwo riesige Windräder? Nein. Na also, solange wir keine Windräder sehen, haben wir noch Zeit, ihn aufzuhalten. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach dem Eingang zu seiner Basis. Der Kerl entwischt mir nicht noch einmal. Und ich werde mal schauen, ob ich aus diesem Wrack noch ein paar nützliche Teile bergen kann. Immerhin sollte ich mit meinem technischen Wissen noch irgendwas Brauchbares hier rauskriegen. Mein Gewehr ist allerdings Schrott. Hier, siehst du? Ah, jetzt haben wir ihr schrottiges Schrottgewehr. Gut, also unsere Lösungsansätze, wenn wir nochmal Amanda spielen, sind damit ja irgendwie hinfällig, ne? Aber wir haben noch einen Uso für unterwegs. Und sein Messer haben wir wieder, ne? Und was haben wir hier? Da liegt doch irgendwas. Nur noch Schrott. Nur noch Schrott. Kaputt. Kaputt. Ich glaube, das ist kaputt. Hier liegt jetzt also scheinbar erstmal nichts für uns rum. Ja, dann gucken wir mal, wo wir jetzt hier überhaupt gelandet sind, ne? Was ist das? Wäre er nicht kaputt, könnte man ihn als Wegweiser verwenden. Ein wegweiser Stein. Aha, was macht der? Wegweisen nehme ich an. Gehen wir erstmal hier hinten lang. Lalala, ein schöner Spaziergang im Wald. Was ist das? Kann man hier irgendwas... Oh, ein Kautschukbaum. Ein Baum, dessen Harz zur Gewinnung von Gummi genutzt wird. Das sollten wir uns gegebenenfalls merken. Ein Baum, dessen Harz zur Gewinnung von Gummi genutzt wird. Torwächter-Killerpflanze. Da muss ich doch erstmal gucken gehen. Hallo, Freunde. Yeah.
Nein, der sieht nicht verdächtig aus. Ey, der Stein. Also, scheinbares Ziel... Diese Pflanzen verstehen keinen Spaß. Ist... Oh, hier können wir was nehmen. Ein Gerippe. Scheinbares Ziel ist es, an diesen Pflanzen zu kommen. Diese Pflanzen verstehen keinen Spaß. Das nehme ich jetzt mal so an. Kann ich hier hinten auch lang? Mal gucken. Ne, hier geht er nicht weiter. So, Amanda sucht hier nach was Nützlichem. Na, lassen wir sie mal machen. Oder wollen wir nochmal quatschen kurz? Einmal nochmal kurz das quatschen. Das Ding ist hin. Ich glaube nicht, dass wir das Flugzeug reparieren können. Okay, ich habe den Doktor noch nicht aufhalten können. Dann wird's höchste Zeit. Ich bin leider auch noch nicht sonderlich vorangekommen. Ja, wir sind noch gerade erst gelandet, ne? ja, doch, würde mir auch gefallen. Willst du nicht nochmal baden gehen? Gern, aber erst, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Schade. Ich werde weiter nach dem Doktor suchen. Viel Glück. Danke. So, weiter geht's, Doktor suchen. Das sieht mir hier alles sehr nach Endspurt aus. Wo ist mein Mauszeiger? Ach, da. Da hat er sich versteckelt, irgendwo rechts im Bild. So, wollen wir mal weiter gucken. Was ist das ein denn da? Ein altes indisches Heiligtum. Ein altes indisches Heiligtum. Ein kleiner, schiefer, hölzerner Altar. Der ist hölzern? Ein kleiner, schiefer, hölzerner Altar. Das sieht mir mehr nach Stein ein aus. Ein See im Innern des Kraters. Laut Amanda ist das Wasser am Rand ziemlich warm. Okay, wer steht denn da? Na sowas! Jack, bist du das? Hey, das ist der Bräutigam. Man könnte fast neidisch werden, wenn man auf Schmalzlocken steht. Hallo, Jack! Schau dir mal diesen Schlamassel an. Irgend so ein Wahnsinniger ist mit einer fliegenden Kiste in unseren heiligen Berg gerast. Ja, tut mir auch leid. Keine Zeit. Oh, diese Flugzeuge. Diese Flugzeuge werden uns nochmal alle umbringen. Nieder mit dem Hightech. Aber wirklich. Der Kerl hat den rituellen Hochzeitspfad zerstört. Schau mal, alles voller Wasser. Meine Familie sitzt da unten fest. Meine Hochzeit steht unter keinem guten Stern. Jack, ich weiß, es ist etwas viel verlangt, aber... Wir kennen uns ja nun schon so lange und... Würdest du mir vielleicht nochmal helfen? Ich muss doch meine Liebste heiraten in diesem unberührten Fleckchen Natur. Ja, die Hochzeit muss nämlich gelingen. Naja. Na klar, für alte Freunde tue ich doch alles. Oh, vielen Dank, Jack. Sie sind am Fuß der Treppe gefangen, weil das Wrackteil den Flusslauf verändert hat. Okay, jetzt müssen wir die Jungs da irgendwie erstmal rausholen, ne? Hallo, Jack! Hallo! Schau dir mal... Hallo! Echt? Keine Zeit! Fängst du schon wieder damit an? Schau doch, was... Der ja. Kerl hat den Ritual... Schau mal, ja, meine... Ja, ja, Jack, wir kennen... Ja, würde. Ja, ich ja, muss... Ja, na gut. Ja. Oh, viel. Sie sind... Ja, das Wrackteil, ich weiß. Steinbrücke. Alt und fast zerstört. Alt und fast zerstört. So, irgendwo ist die Familie gefangen. Ja, das machen wir so im Vorbeigehen noch, ne? Was ist denn das da? Nichts, was mich in irgendeiner Form weiterbringt, auf jeden Fall. Da kann ich lang gehen. Okay. Ah ja, hier, das ist der Flusslauf. Der geht wahrscheinlich eigentlich hier unten lang, ne? Ein alter Baum. Hohl und morsch und kurz vor dem Umkippen. Ein hohler Ast. Ein alter Ast. Sieht aus wie ein Schiff. Okay, nehmen wir mit. Da unten sind sie alle. Hier geht es zum Pfad in Richtung des Tempels. Hier ist noch was. Ein Stützbalken. Ja. Unter seinen müden Brauen blitzen seine Augen ja. wie Messer. Ein Der kleiner Kerl mit da. Zerzauster Frisur. Eine Louise liebenswerte da. Alte Dame. Da hinten steht wahrscheinlich Charlie, ne? Ein Stützbalken. Treppe, Fahrzeug. Diesmal werde ich nicht weglaufen. Nee. Hier fließt das Wasser entlang. Schuld ist das Flugzeugheck. Ja, können wir bestimmt irgendwie beheben, ne?
Hier ist also das Heck abgestürzt. Mit etwas Geschick lässt sich der Rudermechanismus vielleicht bewegen. Okay. Der Rudermechanismus lässt sich bewegen. Was ist denn hier der Rudermechanismus? Muss ich vielleicht irgendwas da benutzen? Das wird nicht funktionieren. Jetzt hilft mir das Gewehr nicht weiter. Schließlich ist es kaputt. Aber vielleicht später. Okay. Knochen? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Okay. Was gibt's hier? Der Verlauf, bevor unser Flugzeug alles durcheinander gebracht hat. Wenn das Wasser hier abfließt, ist der Eingang zum Krater nicht versperrt. Das heißt, wir müssen irgendwie das Flugzeug da wegkriegen, ne? Ist klar geworden. Die nächste Aufgabe. Aber wir gucken uns erstmal weiter um. Halt. Hier gibt's noch was. Halt. Jack, du machst mich wahnsinnig mit deiner Rennerei. Wasser, Wasser, Wasser. Gehen wir mal hier rüber. Was ist denn das? Da ist ein Affe. Den Kerl kenne ich doch von irgendwoher. Anscheinend hatte er genug von seinem Job. Das war der. Genau. Der Strommann, dem ich die Pflanze aufs Hälschen gehetzt habe, ne? Die Fahrradhütte, genau. Was hat es mit den Kokosnüssen auf sich? Das wollte ich eigentlich gar nicht fragen. Die Sache mit der fleischfressenden Pflanze war doch nur ein kleines Missverständnis. Oh, der ist sauer. Oh, der ist sauer. Antworten wir doch mal. Gutzi, 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 gutzi. Au! Dreckstück. Mann, ey. Das kann ich allein. Nimm mir die Kokosnuss mit. Kann ich dir noch was sagen? Es tut mir doch so leid. Halt. Ach, Jack. Eine Palme mit Kokosnüssen. Ja, A-A-U. Hey, bist du nicht das Kerlchen aus der Fahrradhütte im Dschungel? Ja, der ist sauer. Ah, der ist sauer. Bist du etwa von der Affenarmee? Wollen wir wieder Freunde sein? Okay, er will nicht mein Freund sein. Schade. So, was gibt es hier noch? Da gibt es nichts. Was gibt es hier? Schauen wir weiter. Da hinten sind irgendwie ist da ein merkwürdiges Gestell. Sieht gefährlich aus. Wackelige Felsbrocken. Bambusstange. Huch! Oh. Hätte das jetzt eine Animation sein sollen? Monty! Alter Stinkepimmel, da bist du ja. So, das ist das Bett. Ja. Das ist also dein großartiger Feldzug gegen den Doktor? Nun ja, es gibt gewisse Anlaufprobleme. Vielleicht solltest du lieber mir helfen. Ich bin nämlich um einiges erfolgreicher. Ich werde nichts unternehmen, ehe ich nicht ein erfrischendes, kühles Bier bekommen habe. Was zum Geier... Was bist du für ein Penner? Hallo. Ich warte noch auf ein leckeres, kühles Bier. Du bist doch ein alter... Ein nahezu unerschöpflicher Vorrat. Ich hab schon Bier dabei. Das ist gut, dann kühlen wir das ein jetzt. Ein See im Innern des Kraters. Laut Amanda ist das Wasser am Rand ziemlich warm. Am Rand warmes Wasser, naja. Schauen wir uns erst nochmal weiter um. Der Vogel, der geht mir auf den Piss, ehrlich. Aha, oh. Hier ist der Ballon des Doktors gelandet. Ähnlich unsanft wie das Flugzeug. Ich muss den Doktor stellen. Zum Glück stellt sich mir hier niemand in den Weg. Oh. Das ging leider daneben. Musst du dich erst einschießen oder was? Schnell weg. Jetzt bin ich hier vorne. Wäre er nicht kaputt, könnte man ihn als Wegweiser verwenden. Ja, na toll, jetzt komme ich nicht mehr zurück, ohne dass ich zurücklatsche, oder ein was? Ein See im Innern des Kraters. Laut Amanda ist das Wasser am Rand ziemlich warm. Na toll. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, dass da ein Kühlsymbol ist.
Ja, da hat ihn natürlich wieder nicht drauf geachtet. Ja, laut Amanda ist das Wasser am Rand ziemlich warm. Ach, Mensch, da hinten sind also die, die Schergen und Schläger vom, die Schuldeneintreiber, ne? Die gehören ja eigentlich gar nicht zum Dr. T. Und, wie wir denen entgehen können, wo sitzen die überhaupt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hier irgendwo auf dem Ballon, aber die haben, naja, was soll's. Wir schauen einfach mal in der nächsten Folge, wie wir die umgehen können. Also bis dahin bleibt bitte dran. Ich bleib's auch bis dahin. Tschüssi.